Freunde des Lichts. Ich möchte mich mit diesem Video bei euch bedanken. Bedanken für eure wirklich sehr, sehr rege Teilnahme, um das Problem zu klären, getrennter Kanal oder nicht getrennter Kanal. Es haben sich sehr, sehr viele Leute daran beteiligt, haben mir geholfen, eine Entscheidung zu finden. Diese Entscheidung war keine Entscheidung, die ich für mich ganz alleine treffen wollte, für mich einsam, der einsame Rufer auf dem Berg, dem niemand zuhört, das wollte ich nicht. Mich hat interessiert, was ist eure Intention? Deswegen habe ich auch diese Frage gestellt, an euch gestellt, deswegen wollte ich das nicht alleine entscheiden. Ich hatte das Gefühl, dass sich der ein oder andere, angepisst fühlt, wenn er Videos in seinem Verteiler hat, in seinem YouTube-Verteiler, die ihn eigentlich gar nicht interessieren. Manche Videos wurden von mir sehr, sehr wenig angeklickt und da dachte ich, warum soll ich jemanden damit nerven, sein Postfach voll zu müllen quasi mit Videos, die ihn gar nicht interessieren. Deswegen mahnt sich diese Idee, einen zweiten Kanal zu machen. Ich habe diesen zweiten Kanal zwar eingerichtet und der steht parat, aber schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an dieser Umfrage. Ich meine, ihr könnt selbst unter dem Video nachschauen. Ich verlinke das Video nochmal. Könnt ihr selbst nachschauen, die Reaktionen meiner Abonnenten. Hier habe ich mal aufgeführt, wer alles dafür war, dass der Kanal nicht getrennt wird, dass der Kanal insgesamt bleibt. Hier sind die, die dafür waren, dass eine Trennung stattfindet. Manchmal aus Gründen wie, für die Zukunft, für die Leute mag es vielleicht besser sein. Also nicht mal, dass alle Leute selbst direkt überzeugt waren, dass es besser ist, für sich selber überzeugt waren, sondern sie haben eher für mich gedacht, ja, hast du es vielleicht einfacher, Ordnung zu halten. Dazu kommen nochmal viele, die gesagt haben, ob du trennst oder nicht, dann buchen wir halt den zweiten Kanal auch. Ist uns völlig egal. Das heißt also, die Leute hier, ich muss auf dem Bildschirm mitkontrollieren, damit ich sehe, was ich euch zeige, die Leute hier, muss man eigentlich hier mit dazu zählen. Das heißt, die Leute und die Leute, also ihr, habt dafür gestimmt, dass der Kanal so bleibt, wie er bisher war. Das heißt also, alle Dinge miteinander auf dem Kanal, ob es Preppen ist, ob es Pushkraften ist, ob es Survival ist, ob es mal eine Tour ist oder irgendwelche anderen Dinge. Gut, ihr habt die Entscheidung getroffen, jetzt seid ihr auch schuld. Egal was dabei rauskommt, ihr müsst es ansehen. Einige Leute haben auch noch ein paar Informationen dazu geschrieben. Wie, nee, tu es doch nicht, das macht doch viel zu viel Mühe. Und die Mühe geht es mir nicht. Das interessiert mich nicht. Mühe macht es natürlich, Mühe macht auch der Kanal, die ganzen Videos zu machen, die ganzen Videos zu erstellen, sich auszudenken, wie man es denn machen möchte, wie man es ablaufen lassen möchte. Schauen, dass man irgendwo ein Copyright verletzt oder keine Gesichter drauf kommen auf die Aufnahmen, was halt so alles gemacht werden muss. Einige haben gesagt, es würde zu viele Überschneidungen geben zwischen Buschkraften, Survival und Preppen. Sehe ich nicht so sehr. Man kann das schon sehr klar trennen. Natürlich der Prepper, der auch in seinem Portfolio mit drin hat, dass er im Fall der Fälle auch rausgeht. Für den sind natürlich solche Techniken auch interessant, wie es draußen abgeht, wie er sich draußen behelfen kann. Aber ansonsten, das Preppen ist doch eher nur rein auf die Immobilie, auf das Haus, auf die Wohnung, auf das Schloss bezogen und nicht draußen im Wald oder weniger draußen im Wald. Also man könnte es trennen, relativ gut trennen, aber das war ja nicht die Frage. Einige haben geschrieben, es wäre besser für die Abo-Zahlen. Und das interessiert mich aber jetzt auch gar nicht. Nicht, dass mich jetzt meine Abonnenten, also du, sag du mir, Frosch im Hals,
mich interessiert. Aber die Höhe der Abozahlen, die sind mir ehrlich gesagt so unwichtig, als wenn mitten in China auf der Hauptstraße ein Fahrrad umfällt. Das interessiert mich sehr wenig. Mich interessiert, ob du mit dabei bist. Und das sehe ich anhand der Klickzahlen in meinen Videos, das sehe ich anhand der Kommentare, der Meldungen, anhand der Likes oder Dislikes, das hätte ich beinahe gesagt, Like oder Dislike. Ist egal, wie rum, spielt keine Rolle. Einige haben gesagt, die Mischung macht den Kanal so interessant. Mich interessiert an sich auch der gesamte Bereich, aber noch viel, viel mehr. Vielleicht werde ich auch dort andere Kanäle machen, mal schauen. Außerhalb Bushcraft, Survival und Preppen. Ich weiß es noch nicht genau. Viele haben gesagt, das liegt ganz bei dir, also bei mir. Wenn es bei mir liegen würde, meiner Meinung nach, dann hätte ich ja gar nicht erst diese Frage an euch gestellt, an dich gestellt. Denn ich wollte nicht, dass es an mir liegt. Ich wollte deine Meinung dazu hören. Und die Meinung ist ganz eindeutig. Da kam auch ein ganz guter von jemandem, von meinen Abonnenten, ein ganz guter, ganz gute Bezeichnung, dass man es schon anders sehen muss. Outdoor, meinte er, ist eigentlich das Ziel weg von der Zivilisation, raus in die Natur, mit der Natur interagieren, dort sich eine gewisse Zeit aufhalten. Und Preppen bedeutet eher in der Zivilisation, mit der Zivilisation klarkommen, sich vorbereiten auf was auch immer, um bestimmte Krisen oder Ausfallzeiten bestmöglich von der Lebensqualität her bestmöglich überstehen zu können. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, das ließe sich wirklich schon problemlos trennen. Viele meiner Abonnenten haben sich bedankt für die Videos und das freut mich natürlich auch ganz besonders. Wie gesagt, das ist schon viel Arbeit. Das mache ich aber gern, macht mir Spaß. Und wenn dann Dank rüberkommt noch dazu, klasse. Mehr braucht's nicht. Und dann hat einer als Reaktion darauf auf das letzte Video gefragt, ja, wenn du kein Interesse am Survival hast, nein, um Gottes Willen, um das geht es überhaupt nicht, ob Interesse oder Desinteresse. Natürlich habe ich Interesse am Survival, das ist einfach mein Ding, dürfte man auch schon gemerkt haben an den Videos, die ich bisher hochgeladen habe. Ich habe am Preppen ebenso Interesse wie am Buschkraften, am Survival und manchmal auch eine Tour zu machen, einfach komplett für mich alleine sein. Auf jeden Fall aufgrund der Zahlen bleibt der Kanal genauso wie er ist. Vorläufig zumindest. Wie gesagt, ich habe den zweiten Kanal eingerichtet. Jetzt liegt der da. Mal schauen in einem Jahr, wie es dann aussieht. Vielleicht ist es dann wirklich sinnvoller, das zu trennen. Im Augenblick arbeite ich mit Playlists. Wer das nicht weiß, was es ist, der schaut mal auf meiner Seite. Da steht oben drüber Videos und Playlists steht nebendran. Wenn man auf die Playlists geht, kann man immer wieder gruppenorientiert sich seine Videoeinheiten aussuchen. Diese Playlists werden aber, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe oder bemerkt habe in den Kommentaren, immer mehr im Laufe der Zeit. Jetzt sind schon so viele innerhalb von diesem einen Jahr. Wir haben jetzt ganz genau ein Jahr, wo wir zusammenarbeiten. Vor genau einem Jahr habe ich das erste Video hochgestellt, nämlich am 6. Oktober 2015 kam das erste Video rein. Und jetzt haben wir fast 4000 Abonnenten, sind es jetzt insgesamt. Enorm, wirklich ganz enorm. Wundert mich wirklich. Also muss es doch für den einen oder anderen von euch nicht ganz uninteressant sein, was ich zu sagen habe. Und dann schauen wir weiter. Wenn es so bleibt, kann auch der Kanal bleiben. Zum Schluss habe ich euch noch eine kleine Kanalempfehlung. Das ist der Kanal von Chris Heim. Der hat erst vor gar nicht langer Zeit begonnen, Videos zu machen, auch aus diesem Bereich Outdoor etc., ein bisschen Preppen und so.
Man sieht, er gibt sich Mühe. Was daraus wird, weiß man nicht, weiß ich auch nicht. Wenn es interessiert, ich mache euch da mal einen Link rein. Wo mache ich den Link rein? Mache ich den hier rein? Ja, den mache ich hier hin. Könnt ihr euch mal anschauen. Ich finde, er hat recht interessante Ansätze. Wir sehen uns. Schön, dass du bisher hier im Video mit dabei geblieben bist. Wenn du dich gerne darauf reagieren möchtest, was mich sehr freuen würde, gibt es drei Möglichkeiten für dich. Einmal hier unten den Button abonnieren drücken, würde mich sehr freuen. Dann hast du hier unten die Möglichkeit Like oder Dislike zu drücken. Ist beides in Ordnung. Oder ganz unten einen Beitrag reinzuschreiben in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr freuen. Mach's!